Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einem neuen Quiz auf PietSmiet. Juhu! Heute heiße ich euch herzlich willkommen zum Duo-Quiz mit unseren fabelhaften Kandidaten Peter, Brammen, Sebastian und Christian. Und unserem fabelhaften Moderator Jonathan. Dankeschön. Ich hab lieber Andi. Okay, merke ich mir. Alles wow. Gut, okay. Heute gilt es, Duos zu finden, ja. Das ist relativ einfach. Ich habe den Jungs das erklärt. Ihr werdet das auch relativ schnell verstehen, denke ich. Gerade am ersten Beispiel. Ich habe nämlich ein schlechtes Beispiel den Jungs gegeben. Aber beim ersten werdet ihr direkt ein gutes Beispiel bekommen. 4 Punkte, wenn sie das richtige Duo suchen, finden. Und 1 Punkt, wenn sie einen falschen Namen nennen. Hättest du noch eine Frage? Ja. Sagst du nur den Namen oder was auch immer? Ich sag nur einen Namen, ja, okay. Oder was auch immer. Und du musst den anderen. Und sobald ihr buzzert, höre ich auf zu quatschen. Ja, aber du sagst nicht, wer ist der Partner von, sondern du sagst nur den Namen. Und wenn ihr keine Ahnung habt, dann gebe ich euch einen Tipp. Okay. Erstes Duo, was wir suchen, erste Person, Chip. Chip. Alter, du hast wohl gemacht. Erste Person, was wir suchen. Du hast nicht nur den Namen gesagt. Was hört denn da? Hä? Egal. Also, wie gesagt, es werden Duos gesucht, Chip und Chap, logischerweise bekannt aus, weiß ich nicht woher. Den Rittern des Rechts. Okay, 60 Stück gibt's, by the way, also es gibt viele Punkte heute. Zweites, Pinky. Brain. Richtig. Hat er gerade geniest? Der Nieser war echt an der genau falschen Stelle, Bram. Du konntest leider nicht klicken, weil du musstest niesen. Oh Gott. Das ist bitter. Oh. Alles gut, ich wäre wahrscheinlich eh zu langsam gewesen. Wenigstens einmal durchgekommen. Nummer 3. Andy. Du Wichser. Woody. Ne. Andy Larkin. Was ist das denn? Das klappt nicht immer, da das so super simpel ist. Wie Christian predicted gedrückt hat. Ja, wenn Jay anfängt, einen Namen zu sagen, kann der nicht so schnell aufhören, als wie du drückst. Ich weiß, aber ich will mir da trotzdem erst anhören und überlegen, ob ich die Antwort weiß, Andy, und dann drücke ich erst. Ja, weil das ist worth bei einem Punkt. Für okay, er ist bekannt, also Andy Larkin kennt man aus typisch Andy. Habe ich nie gesehen, sorry. Ey, vielleicht reicht ja Turmfrisur. Nee. Was? March? Nee, das war nicht typisch Andy. Ja, stimmt. Das war der Baseball-Schädel. Keine Ahnung, Jim Jenny kenne ich nicht. Dann schließen wir in 5, 4, 3, 2, 1. Ich hätte gerne von euch Danny Pickett gehabt. Ja. Keine Ahnung. Gut, nächstes ist Rick. Morty. Okay, ich werde jetzt auch Prediction drücken. Richtig. Das ist ja viel zu hart. Rick und Morty noch mehr haben. Früher drücken. Nächstes ist Stefan. Elton. Oh mein Gott. Du kannst doch nicht drücken und dann sagen und überlegen. Ja doch, ich hatte auch nicht so Auswahl. Optimal. Bei jeder Spielshow hast du halt, dass du so 3-2-1 hast. Ja, genau. Bekannt aus Stefan Raab mit Elton, logischerweise. Nächstes ist. Hätte auch er kann sein können. Ja. Stimmt. Oh. Hugo. Scheiße. Boss. Ich hab auch nur seinen Nachnamen. 3-2-1. Boss. Was? Hab ich schon gesagt. Moss. Boss. Boss. Ah, nee. Genau. Von Sinn, richtig. Ja. Hugo, Egon Balder und Hella von Sinn. Ich habe direkt Kobold Egon gedacht. Balder in den Kopf gekommen und da war ich so, nee, das macht keinen Sinn. Und es hat voll Sinn. Versuche mal jetzt schnell den Namen vorzulesen. Ich drücke einfach langsamer. Nächstes ist Sonja. Krause. Grabach. Daniel Hartwig. Oh, das ist gut. Sonja Zietlow. Hä? Ja, ich weiß nicht, wie der Neue heißt. Tut mir leid. Oh, den weiß der Neue, der schon 5 Jahre dabei ist oder so wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht, Jay, keine Ahnung. Bekannt aus Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, das der ist ja auch nicht bekannt. Ist das erste Mal dabei jetzt gewesen letztes Jahr und wir suchen Jan Köppen. Hm. Okay. Das ist das erste Mal, einer nicht mit D ist. Ach, schade. Nächstes ist Bud Spencer. Terence Hill! Richtig.
Keiner direkt gedrückt. Dann dachte ich, ja, kann ich aus dem Fenster sagen. War ich erst bei Buzz Lightyear. Ja. Und dann war ich so, wie hieß er, Woody Woodpecker kam mir dann in den Kopf nach. Ja, das Moment, das falsch, bis dahin. Das wäre eine richtig geile Koop gewesen, aber ich glaube, dann wäre der Film nicht mehr ab null. Buzz Lightyear, boah, Alter, das... Da chillt dich richtig. Einfach so eine Bud-Light-Dose, die einfach rumfliegt. Ja, scheiße, okay, der heißt Buzz. Der heißt ja gar nicht Buzz. Ja, der heißt doch Buzz wegen dem Astronauten. Nächstes, Nummer 9 wäre Ernie. Ach. Bert. Und Bert. Ich hab kurz überlegt, ob ich hier Stromberg sage oder Ulf. Auch ja, gut. Nummer 10 ist Woody. Ach cool. Was leid hier? Yep. Nicht Andy? Oh, also, nein, Andy ist ja der Vater quasi. Andy ist der Besitzer von Woody. Ja, aber das ist ja dann. Du ist ja Buzz und Woody. Wie viel Screentime hatten der? 3 Minuten in allen. Ich sag immer mal, bekannt aus Toy Story, ne? Für die, Für die 15-Jährigen, die hier zuschauen oder sowas. Next ist John Dorian. Tackleton. Oh Gott, ich wollte mir ja echt lange überlegt, wer nochmal John Dorian ist. Aus Scrubs. John Marston? Nummer 12 ist Theresa Lisbon. Oder Lisbon. Wer? Ja. Theresa Lisbon. Das hat eine Wrestlerin. Das ist bestimmt ein Tag-Team-Duo. Kenn ich nicht. Bekannt aus The Mentalist. Ja. Hab ich nicht gesehen. Okay, ist doch kein Tag Team Duo. Alexa, oh, wie heißt denn der Dude? Oh, Sepp hat's gesehen. The Mentalist heißt der. Ja, ist so, der heißt so. Ja, genau. Und wie heißt der mit Namen? Der heißt ja nicht The Mentalist. Als ob jetzt bei Superman du Clark Kent brauchst. Junge, ich hab dir gerade die Show gesagt. Ja, aber der heißt halt The Mentalist. Nee. Das ist die richtige Antwort. Nixter, du hast gesagt, ich bin nicht der Lieblingsmoderator. Lass es sowas von nicht durchgehen. Alter. Dann lass ich 10 von 10 nicht durchgehen. Junge. Ja, ist mir scheißegal. Du heißt auch Pete. Hier steht was anderes. Alle nennen den auch so. Die Show heißt The Mentalist. Es ist The Mentalist. Surprise Pikachu. Wie kannst du das nicht durchgehen lassen? Er heißt auch nicht Jay und alle nennen ihn Jay. 5, 4, 3. Die nennen ihn doch nicht alle Mentalist in der Serie. Klar. Immer 1, und auch der mit Vornamen. Hey, halt der, na, wie geht's dir? Ey, Mentalist. Ich schließe. Mal kurz kommen? Richtige Antwort wäre gewesen: Mentalist, the. AKA Patrick Jane. Niemand. Nummer 13. Fox Mulder. Dana Scully. Richtig, aus Akte X. Guck ich gerade wieder. Hilft. Ja. Wie so eine Pille. Faktisch korrekte Aussage. Nummer 14 ist Felix Lobrecht. Ach nee. Warte nochmal. Ja. Sag ja. mir irgendwas. Tommy Schmidt. Richtig. Woher war das nochmal? Podcast-Duo von Gemischtes Hack. Ah. Echt jetzt? Oh mein Gott, ich hab gedacht, der wäre Radrennfahrer oder so. Ja, ist der auch. Aber der macht auch den Podcast. Ich glaub, Felix Lobrecht ist so aktuell mit der erfolgreichste Comedian oder so mit auf jeden Fall. Das ist gut dabei, würde ich auch sagen. Aber den nennt man auch nur Gemischte. 15. Mentalist. Joko Winter. Ah. Klaas Häufer Umlaut. Umlaut? Umlaut ist leider Umlaut falsch. Ist aber leider Umlaut, aber ich lass durchgehen. Dann lass ich gerade noch durchgehen. Eigentlich heißt der Klaas. Du hättest den Joachim Konrad nennen sollen. Da wäre keiner drauf gekommen, wenn er das. Ja. Wer ist denn Joachim Konrad? Ja, der heißt Joko. Ach so, lol. Okay. Ist übrigens ein bekanntes Moderatoren-Duo. Nummer 16. Deck. Alexis Coplin. Okay, das ist jetzt wieder Coplin wieder, ja. Das ist der Navy CIS. Ja, genau, so. Das ist der Navy. Das wüsste ich. Abby. Nee. Ist Abby? Aus Navy CIS. Die andere aus Navy CIS. Ah. Nee. Die andere. Das ist nicht Navy CIS. Wie war dein Name nochmal? Es gibt Deck Alexis Coplin. Deck hat Deck Prescott oder so. Klingt wie so ein Befehl. Peter, Deck gibt Alexis Coplin. Jetzt. Eine Band. Okay, mit Tellern. Mit dem Namen SDP.
Ja, dann der andere von denen. SPD, okay. SDP. Oder? Und, ja, oder SDP. Ja, der andere halt. Kenn ich. Schon. Sido. Er hat schon mal ein Feature mit denen gemacht. Peter. Alter, woher weißt du das? Ja, weil das P für Peter steht. Ach, schade. Das Sean Declan und da muss ja noch das P muss dann irgendwo herkommen. Okay, keine Ahnung, wo war da. 4, 3, Paul. Oh Gott. 5, 4, 3. Wofür steht denn das Deck Alexis? Achso, das D für Deck Alexis. Okay, ja, genau. SPD heißt das Sänger Paul und Deck Alexis. Aber das heißt SDP. 5, 4, drei, ja, dann heißt er Sänger Deck Alexis und Paul. Ist ja auch gut. 2, 1. Es wäre gewesen Vincent Stein. Klar. Ja. Ja, gut, okay. Dafür stand da. Also war nah dran. Stein. Ey, Stein, Peter, ja, Stein war schon passt. Mal nah dran, ja? Stein, Deck, P. Keine Ahnung. Nächste. Matthias Obtenhövel. Oh. Ja, ich hoffe einfach mal Stefan Raab. Nee. Nope. Der spielt auf die Sportschau an. Aber wer oder? Macht der? Matthias Obtenhövel. Der macht doch alleine die Sportschau, wenn der die macht. Ja, mit Herrn Sport. Also die wechseln sich ab, aber die machen doch ja, schon alleine, die wechseln oder? Sich ab, guck mal. Das aber Duo ist bekannt aus einer Magazinsendung. Oh. Dann Magazin? Tough. Tough. Waffenmagazin? Oh, wie hieß sie? Sonja Kraus. Nee. Fuck, aber so hieß die. Die Show heißt also The Mentalist und Obtenhövel Live. Okay, keine Ahnung. Mach weiter. Geil. Das kann eigentlich nur Barbara Schöneberger sein. Nee. Die macht alles. Gemischtes Hack. Ja. Keine Ahnung. 5, dann weiß ich es auch nicht. 4, 3, 2, 1. Linda Zervakis. Ja. Volle Kanne, noch nie gehört. Echt nicht? Vincent Stein, mein Freund. Ich glaube, die war Tagesschau-Moderatorin oder so. Ja. In den 50ern. Ist dann zu ProSieben gewechselt. Ja, zu den Privaten. Wieso wechselt man denn von den Öffentlich-Rechtlichen zu den Privaten? Weil die mehr Kohle zahlen. Oh, weiß ich nicht, bei der ID. Da kriegt nur der eine Intendant mehr Kohle, Christian. Ja. Nummer 18 ist Michael Bulli Herr. Ach. Rick. Cavanian. Comedian, genau. Korrekt. Ehrlicherweise ich den Nachnamen nicht gewusst. Falls ja, das ist egal. Wenn der also Rick reicht mir da. Dem ne? Hätte aber auch der andere Typ sein können. Hätte auch der andere gewesen sein können. Aber wir suchen natürlich die Show. Bully und Rick. Ja! Wusste ich. Und, weil Bully und Chris gab es nicht. Christian Tramitz hieß der Christian andere. Tramitz. Tramitz. Und dann gab es doch eine Zeit lang, oder war doch Bastian Pastewka auch mit dabei? Oder? Nee, Quatsch, das war bei Sat.1 die Sendung. Nummer 19 ist Günther Jauch. Thomas Gottschalk. Korrekt. Nice. Nummer 20 ist Harald Schmidt. Oh Alter. Gott, wie hieß der noch? Ach ja, Oliver Pocher. Richtig. Was? Ich hätte gesagt Helmut Zerlett. Oh Mann. Ja, aber gesucht ist das von Helmut Pocher, die Sendung war das. Wir suchen die Schmidt und Pocher-Sendung. Ach du Scheiße, jetzt kommt Creme de la Creme. Nee, Moment, den meinte ich auch gar nicht. Wie hieß denn der mit der Brille und den dunklen Haaren, der bei Harald Schmidt immer den Sidekick gemacht hat? Keine Ahnung. Super Sidekick. Den hat doch quasi Oliver Pocher dann ersetzt. Andreas? Oliver? Keine Ahnung. Andreas Türk. Nummer 21, Ash Ketchum. Ah, Pikachu! Nein. Echt? Krass. Ja, okay. Hey, Misty. Das ist das Du. Bekannt Misty aus Pokémon. Ich hätte Misty gesagt. Das ist ein Anime oder hier steht auch Anime. Liebe geht raus. Okay. Next. Wie haben wir eigentlich jemals in unserem Leben eine Crunchyroll-Koop gekriegt? Wegen mir, Bram. Wegen selbst. Also wir reden auch dank mir viel über Anime. Ja, aber da läuft kein Dragon Ball, also brauche ich da nicht. Nee. Nummer 22 Alter. Ist Captain Baloo. Alter. Und seine tollkühne Crew. Das ist die Sendung. Wie heißt die Person? Weiß ich nicht. Ich hoffe, Kid Wolkenflitzer. Genau den suchen wir. Ja. Kid Wolkenflitzer. Okay, den Namen habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Kid Wolkenflitzer, einfach der Name.
Okay, jetzt wird's anstrengend. 23, Nina. Oh shit. Warum will ich einfach nur den Nachnamen sagen? Hagen. Ja, deshalb drücke ich auch weniger, Christian. Sebastian. Nina Mokhadam. Alter. Okay. Weiß ich nicht, ob Sebastians Nina auch Mokhadam mit Nachnamen hieß. Nicht oder mehr, ein. Jay, nicht mehr. Den okay. Wollte ich nicht übernehmen. Das ist ein Duo aus einem Kinderfernsehmagazin genannt Togo TV. Keine Ahnung. Oh, das habe ich nie geguckt. 5. Daniele Rizzo. Ne. Der war mal bei Super RTL. Kann irgendwas sein, hat ja. Er bei Super RTL gemacht. Ich weiß aber nicht das, mehr, was. Das stimmt so. Kabel kurz. Glaube ich nicht. 4, 3, 2, 1. Es wäre Paddy Krötz. Oder geil. Krutz. Keine Pedigree. Ahnung. Ja, Pedigree. Damit die Hunde auch was zu fressen haben. Terry Crews. Ja. Nummer 24 ist Jim Knopf. Lukas. Der Lokomotivführer. Richtig. Bekannt aus Jim Knopf und die wilde 13. Du meinst Lukas und der Testo-Boy? Ja. Okay. Was ist das? Und Jim Knopf und der Testo-Boy, so rum. Macht da gar keinen Sinn. Nummer 25, Zack Martin. Zack Martin. Zack? Was sagen wir Martin denn? Wer heißt denn Zack? Frag Angie. Ja. Was ist der für Name? Naja, der heißt halt Zack Martin. Ist aus einer Fernsehserie bekannt, die heißt Hotel Zack und The Mentalist. Was? Achso. Also die Serie heißt Hotel Zack? Hotel Zack und Slash, hier steht Slash Suit Life. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Cody Martin. Also Zack Martin und Cody Martin. Geil. Keine Ahnung. Dann mein Bruder, der Martin heißt. Mega. Nummer 26 ist. Oder Vater. Nummer 26 ist Scooby-Doo. Shaggy. Korrekt. Echt? Peggy? Nicht der Shaggy. Peggy. Wer ist denn Peggy? Ich dachte, Peggy ist aus einer schrecklich nette Familie. Bekannt aus Scooby-Doo. Nice. Nummer 27. Barbie. Ah. Ken. Und Ken, bekannt aus Barbie. Das ist irgendwie ulkig, was zumindest auf manchen Social-Media-Seiten irgendwie für so ein kleiner Hype entsteht für diesen Barbie-Film. Und ich denke mir immer so, ich finde das auch wild. Hä? Ich finde, der sieht cool aus. Könnte mir nichts egaler sein. Aber hat eine gute Besetzung. Hat auf jeden Fall eine gute Besetzung. Ja. Das ist eine Echtverfilmung oder? Ja, Echtverfilmung, ja. Mit Margot Robbie und Ryan Reynolds. Nee, nicht mit Ryan Reynolds, mit, wie hieß der andere? Ryan. Boah, haben die dann auch so richtig fiese Plastikperücke? Ja, teilweise. Oh, wild. Also okay. Die Trailer sind sauwitzig. Muss ich mir mal angucken. Nummer 28 ist Cornelius Fillmore. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, Fillmore und wie heißt die andere? Okay, vielleicht habe ich doch noch nicht gehört. Das sind doch die beiden Schülerlotsen, oder? What? Keine Ahnung. Schülerlotsen. Dabei um eine Zeichentrickserie bekannt aus Disneys Fillmore. Cornelius Fillmore. Weiter. Ja, weiß ich nicht mehr. 5. Die ist doch die Gothic-Braut. Hab ich noch nie gehört. 4, 3, 2, 1. Ingrid Third. Ingrid. Geil, Ingrid. Ingrid. Nummer 29 geil. Ist Benjamin Blümchen. Oh, das ist dann nicht Timo. Was? Timo. Ach, komm, ey. Otto. Otto. Otto ist richtig. Ich hatte das Bild von ihm vor Augen und dann so, Ja, Otto, ich komme jetzt auch, ja. Kennt ihr nicht diese Benjamin Blümchen Out of Context Dinger, die sind so geil einfach nur. Ich kenne ich nicht. Ich kenne nur das aus der Sesamstraße. Dann gibt es das da auch, Out of Context. Ja, das wäre mein Schnuffeltuch gewichst. Nummer 30 ist Patterson. Findus. Und Findus. Ist das? Kannt aus Patterson und Findus. Oder auch Kinderserie. Medien-Franchise nach Buch. Gibt's also Bücher Buch. Von Computerspiele und Rätselbücher und ganz viel. Okay.
die Spiele damals gestern gerne gespielt. Gestern, ja. Nummer 31 ist Meister Franz. Und sein Scheiße, Pumuckl. Ja. Meister Franz Eder. Deine. Oh, der hieß Franz, oh mein Gott, Eder. Der hieß wirklich Eder. Aber Franz Eder. Hast du gut predicted. Nummer 32 ist Bibi. Oh, Tina! Das ist ja schnell. Und Tina, richtig. Bibi, nee, Amadeus. Mh. Ich hätte gedacht, das ist Amadeus oder Sabrina, ey. Ist ja. Denn Amadeus? Das Pferd. Das Pferd. Ach so. Jetzt ja. Nicht? Sie reiten, nein, im Wind. Sie jagen geschwind, weil sie Freunde sind. Nummer 33, ja, ist Super. Mach! Luigi, das war Spaß. Mario. Stark. Richtig, Luigi. Bekannt aus Super Mario Brothers. Als du Super gesagt hast, war ich bei Super Meat Boy und ich wollte Bandage Girl sagen. Hm. Vielleicht kommt das ja noch. 34, Postbote Pat. Ähnlich. Eine Kinderanimationsserie heißt Postbote Pat. Okay. Ich kenne nur Sachen mit Müllautos, Jay. Pass auf, wenn der Postbote Pat ist, hatte der bestimmt einen Hund, der heißt Human. Warum Human? Ja, weil er ja Pat heißt. Ah! Für Patrick? Nee. Aber es geht tatsächlich, glaube ich, um ein Tier. Aber ich will den Namen jetzt auch haben. Okay. Idefix. Pat und... Ich habe keine Ahnung. Oswald. 5, 4, 3, 2... Pat und Padder. 1. Schließe. Es wäre, also entweder ist das der Name Kater Jess oder es ist Carter Yes. Ich weiß es natürlich nicht. Carter, ja. Ich glaube Carter. Ah, kann gut sein. Kann Katze kann sein. Gut sein. 35 ist Penn Gillette. Teller. Penn Gillette und Raymond Joseph Teller. Der heißt so nicht mehr. Okay, geil. Steht hier aber so drin. Der heißt nur noch Teller. Ja, dann heißt der, ja okay, steht in Klammern auf Raymond Joseph. Ja, heißt der ernsthaft nur noch Teller? Der hat so wie Cher. Ja, der hat sich umbenannt, der heißt nur noch Teller. Teller, geil. Okay, ja gut, kennt man aus Penn und Teller, die Zauberkünstler. Ja. Nummer 36 ist Asterix. Obelix. Und Obelix. Obelix wäre Idefix. Bekannt aus Asterix und Obelix. Und nicht Asterix. Ja, das ist eine komische Beziehung, ne? Naja, Dreiecksbeziehung und so. Das ist eine Kettenbeziehung, aber Idefix steht in der Schlange ganz vorne. Aber Asterix hatte auch eine Frau, also eine Freundin. Was? Ja, der hat doch eine Freundin hier. Ja, Miraculix oder was? Der Chef, der hat doch eine Frau. Es gab doch, ja doch, es gab wieder, es gab bei, doch, damals gab es immer eine Frau, so eine Blonde. Ja. Ja, aber die hat doch nur geschrien, war das nicht die Frau vom Chef? Ja, eben. Ah, das kann auch sein. Ja, aber das ist auch die einzige Frau dort. Aber mit der bandelt der doch an. Und Obelix ist deshalb traurig und hat halt nur Idefix. Was ist das für eine Zeichentrickserie? Obelix ist doch dann traurig, weil er alleine ist. Ja, das war die Realfilme nicht Obelix damit zu tun? Ah, du redest von dem Realfilm mit Gérard Depardieu. Ja. Wo die dann geklont werden mit diesen Seifenblasen und Obelix dann den Dreier hat und so, ja? Ja, das kenne ich. Die Realfilme sind krass. Doch nicht geil. Die sind von Bratzers, ne? Nein, aber der Realfilm ist wirklich, Obelix verliebt sich da in so eine Frau und dann wird die dupliziert von Miraculix, damit Obelix auch mit der rumknutschen die haben kann. Kann, ja. Das ist kein Scherz. Ja. Krass. Und das geht dann schief und dann gibt es die 100 Mal im Dorf. Ja, dann kann nachher jeder die haben. Nummer 37. Sharpay Evans. Was? Sharpay Evans. Ja. Sharpay Evans. Sharpay. Ist eine Filmreihe, bekannt aus High School Musical. Ja, keine Ahnung. Ja, gut. Ich sag mal, ach scheiße, das war eine andere Reihe. Ach, vergiss es. Miley Cyrus. Keine Ahnung, kann ja, vielleicht heißt die ja Sharpay Evans. Ich weiß nicht, ob die das ist oder nicht. Nee, aber die war nicht, die war nicht bei High School Musical, sondern bei dem anderen. 5. Hannah Montana. Wie die in-game, also im Character heißen. 5, 4, 3, 2, 1. Es wäre, ich bin mir jetzt, also ich bin sehr verwundert darüber. Bei High School Musical geht es ja um eine Liebe, oder? Bestimmt. Um Musik. Warum gibt es Sharpay Evans und Ryan Evans als Duo? Weil die Geschwister sind. Vielleicht hat die Saarland-Edition.
Alter. Ja, die sind einfach Zwillinge. Oder das. Nummer 38, Hein Blöd. Das ist Captain Blau, Blöd, Blaubeer. Captain Blödbär, ja genau. Blaubeer, Entschuldigung. Blaubeer. Ich habe einen richtigen Kalt aus Captain gehabt. Blaubeer. Sehr Nummer blöd. 39, Lilo. Ah, Stitch. Aus Lilo und Stitch. Das Lilo ist ein bisschen dumm, weil ich kenne eine echte Person, die Lilo heißt und dachte so, hä, das kann jetzt aber hier nicht passen. Hat die auch einen Freund, der Stecher heißt? Nee. Oder Stechen? So, ja dann. Opa so heißt? Nummer 40 ist Bianca. Bibi. Oh! Was? Okay, Bianca und Bibi ist kein Duo. Ist Bernhard. Ach jo, Bernhard ist richtig. Bekannt aus nicht. Bernhard und Bianca. Oh, ach, ich dachte, das wäre seine andere Bibi. Die Mäusepolizei. Dann würde ich auch nicht Bibi nehmen. Weil ja, Bibi's Beauty Palace Bianca heißt ist Bianca, Bibi. Ne? Das war aber nicht, das hatte nichts zu tun mit Fievel, oder? Nee, das ist nochmal separat. Fievel ist viel cooler. Und dann gibt's noch irgendeinen Mäusedetektiv. Warum nimmt Disney immer so ein Nagetier, immer so Ungeziefer? So, stimmt eigentlich. Spinnen haben die noch nie genommen. Ungeziefer. Spinnen wäre auch geil. Liebesgeschichte von Spinnen. Ja, Harry der Stricker. Wurde von seiner Mutter gegessen. Nein, wurde... Schwarze Witwer. Holy shit. Plot Nummer steht schon, das Name. 41 ist Siegfried Fischbacher. Ach, Roy. Ach, komm. Wer heißt denn sonst noch Siegfried? Siegfried Fischbacher ist bekannt aus Siegfried und Roy und der heißt Roy Uwe Ludwig Horn. Nice. Ist der Deutscher? Die sind beides Deutscher. Ich glaube, es sind beide Österreicher. Deutscher oder Schweizer? Deutscher oder irgendwie Deutscher auf jeden Fall. Ja, ja, das ist richtig. Außer die Sage kenne ich keinen, der Siegfried heißt. Nummer 42, Max. Und Moritz. Und Moritz. Aus Ach, Max ich dachte, du sagst jetzt Max Verstappen. Sorry, das ist der kurze Stock, aber ich hätte auch gerade Checo gesagt. Ah. Dammit. Ja, aber er trifft immer das Richtige. Also meistens. Nummer 43, Kim Possible. Nee. Weiß nicht, wie heißt die andere? Das ist richtig Stitch. Blöd. Was? Kann ich drücken. Stitch. Stitch ist falsch. Ja, natürlich, weil ich an eine andere Kim dachte. Kim Possible. Avery. Wie heißt der Typ? Ich habe noch nie eine Folge davon gesehen, aber irgendwelche Leute sind so weird. Den Lurch, der das ist, der dieser Nacktmuhl, oder meinst du den Dude? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist eine Zeichentrickserie. Heißt der auch Andy? Der heißt nicht auch Andy. Auch Andy? Aber der heißt nur Andy. Musst du mal drücken. Ist bekannt aus Disney's Kim Possible. Surprise. Hallo, Herr Possible. Ja, ich gebe euch gerne hier die Tipps, die ich hier habe. Wissen gerne. Ja, bin ich auch. Ich werde voll geil, wenn die einen Job haben, wo es darum geht, Sachen zu verhindern. Okay. Wir machen alles unmöglich. 5, 4, 3, 2, 1. Ron Stoppable. Lol. Was ein Lappen, Alter. Possible. Wir sind jetzt bei Nummer 44. Es steht 65 Punkte Peter, 57 Punkte Chris, 43 Punkte Sepp, 38 Punkte Brammen. Nummer 44 ist Aronal. Ah! L-Max. Alter. Das fand keiner. Morgens Aronal, abends L-Max. Mein Zahnarzt hat gesagt, das ist Quatsch. Ist halt eine Werbung. Ist der bei, wenn da gefragt wird, 9 von 10 Zahnärztdamen empfohlen, ist er die 10? Ja, wahrscheinlich. Ja. Es gab auch mal Computerspiele, die sagen die sagen auch immer, Es gab auch mal ein Computerspiel, das hieß Aro und Elmi. Ach du Scheiße. Ja, wo ging es darum, um Zähne putzen? Ich glaube, das war Karis und Backdoor. Verdammt, das habe ich vielleicht den nächsten Tipp gegeben. Ja, mal gucken. Nummer 45 ist Elizabeth Parker. Oh nein. Ja, ich sag trotzdem Captain Jack Sparrow, obwohl das nicht Elizabeth Parker Bowles ist. Elizabeth Parker. AKA Bonnie. Ach, Clyde. Richtig. Wollte euch nicht direkt Bonnie geben. Ja, verstehe ich. Ah. Aber wie heißt der richtige Name, Peter? Keine Ahnung. Chestnut Barrow. Nee, aber das ist ja wie bei The Mentalist, ne? Da zählt ja der andere Name. Bonnie und Clyde. Er heißt Chestnut. Ja. Mit Vornamen. Ja.
Nummer 46 ist Stan Laurel. Ja. AKA. Ja. Ey, AKA zählt? Oh Mann. Nee, ich sag jetzt doof. Ja, das ist richtig. AKA oh, Leute, zählt. Oh Mann, ich hab echt über den Namen dran gedacht. Stan Laurel ist dick. Ja. Und Oliver Hardy ist. Oliver doof. Hardy. Comedy-Duo. Schwanz und dumm. Krass. Noch wieder drücken. Ja, Schwanz und dumm. Doof. Nummer 47 ist die Schöne. Beast. Und das Beast. Da gibt's keinen Namen bei. Bekannt aus die Schöne und das Beast. Hatte der nicht so einen französischen Namen? Das hatten wir doch schon mal in irgendeiner Show. Le Beast. Heißt die Mac, glaube ich. Ne, Mac war Herkules. Keine Ahnung. Nummer 48 ist Hänsel. Alter. Gretel. Und Gretel. Wer heißt denn hier mit Nachnamen? Possible. Waldschrat. Waldschrat, Hänsel und Gretel Waldschrat. Nummer 49 ist Joko. Ah, Klaas. Ja, den kann ich schon. Ja. Joko Ono. Was wäre das? Ah. Nice. Hier, John. John. Elton John. So rum. Nee. Nee. Das ist falsch. Ach, dann war es. 3. Ja, Ringo Starr. Falsch. John Lennon. Ach, John so Lennon heißt halt so rum. John Lennon ist richtig. Es ist ein Promi-Paar. Personen der Zeitgeschichte. Oh, das nächste ist auch ein Promi-Paar. Gebe ich euch direkt schon den Tipp. Günther Netzer. Ja. Oh. Gerhard Delling. Richtig. Gerhard Delling. Ja. Promi-Paar. Das ist so schade, dass die nicht mehr da sind. Aber stimmt, ja. Sportschau. Das war noch richtig das geile Sache. Günther Netzer und Gerhard Delling. Wenn die WM moderiert haben, ey, herrlich. Ich freue mich, freu mich wieder auf Oliver Kahn. Der bestimmt bald da kommt. Ja, der ist auch wieder frei, ne? Hab ich gehört. Mhm. Nummer 51 ist Salz. Pfeffer? Richtig. Lol. Ah, das hätte krass, Zimt ich hätte sein Zucker können. Gesagt. Zimt? Bei Salz? Hallo? Wenn ja. du in ein Restaurant gehst, da steht da Salz und was noch auf dem Tisch? Zucker. Zucker. Ja. Salz und Zucker. Ja. Doch. Für deinen Kaffee, weißt, Peter. Salt, Pepper and Cumin. Nie How I Met Your Mother gesehen. Doch, tja. Salt, Pepper. Ja, und dann kommt Ted dazu und der ist dann Zimt. Nummer 52 ist Charles Waldorf. Was? Okay. Ist das der Charles, der König ist? Heißt er Waldorf? Heißt der Name wäre dann aber abgekürzt. Ja, Kamel. Ja. Kamel? Camilla. Kamel. Ach so, Kamel. Ach so, ja. Du meinst King Charles. Ja, ich meine Queen Regent jetzt gerade. Ja. Kamel. Nee. Hab ich Bram reingebaitet, mega. Weiter ja, sein können. Charles Waldorf ist bekannt aus einem Medium-Franchise genannt The Muppets. Lol. Oh, wie heißt der andere? Oh, wie hießen die denn nochmal? Ja. Keine Ahnung. Weiß ich auch weiß aber auch nicht, wie die heißen. Oh ja, stimmt. Der andere hieß Jonathan William Morris Apfel. Richtig! 5, 4, 3, 2, 1. Es ist Herbert Stadler. Oder Stadler. Herbert Stadler. Natürlich sind er Deutsche. Nummer 53. Sonst würden ja nicht jetzt ein Mecker. Genau. SpongeBob Schwammkopf. Patrick. Star. Bekannt aus SpongeBob Schwammkopf. Das ist immer die beste Ergänzung. Ja, ey. Ich muss einfach. Vielleicht kennt das ja jemand nicht. Nummer 54 ist Struppi. Tim. Bekannt was? Aus Tim und Struppi. Nummer 55. Wir haben noch 6 Stück. Romeo. Boah. Julia. Jetzt geht und aber Julia. Los, richtig. Oh. Hallo. Alter. Alter. Drück schon für die Zukunft. Was ist da los? Bekannt aus Romeo und Julia von Shakespeare. Nummer 56 ist Ying. Ach komm. Yang. Und Yang. Symbole des Daoismus. Vielleicht ist das auch ein Symbol des Daoismus. Nummer 57 ist Cosmo. Und Wanda. Und Wanda. Läuft, woher ist denn das? Cosmo und Wanda.
Okay, what the fuck? Kennst ich hab noch keine Folge davon aus gesehen, aber ich weiß, dass es richtig so heißt. Das wenn Elfen helfen. Dumm. Oder wenn Elfen helfen. Ja. Das ist richtig dumm. Nummer 58, drei noch. John Friedman. Oh, das sagt mir aber auch. AKA John Cena. AKA Erkan. Stefan! Und Stefan, AKA Florian Simbeck. Bekannt aus Erkan und Stefan, Comedy-Duo. Warum haben die sich nicht Erkan und Florian? Also, was hat denn der gegen Florian? Das klingt nicht deutsch genug. Nee, zu deutsch? Nee, da ergibt beides keinen Sinn. Ach. Nee. Frag die! Nummer 59 ist Nanny. Nanny. Honey. Ach, lol. Richtig. Das ist gut, wenn das andersrum ist. Nanny. Wenn du erst Nanny sagst, dann kommt da keiner sauber. Bei Sau Nanny war ich gerade bei dem japanischen Nanny und dachte mir, ja, ich hab doch Nanny gesagt. Nanny? Ja, was gehört dazu? Nanny und Honey. Honey und Nanny. Nummer 60 und damit das letzte ist Scratchy. Itchy. Und Itchy. Bekannt oh, aus Itchy und Scratchy. Rum. Ja, mega gut. Hier steht immer Itchy, aber ich habe das umgedreht, weil mir das schwerer ist. Ich finde das gut, James. Ah, du Teufel, du! Ich bin ein böser Moderator. Und damit hatten wir einen Endpunktestand von 59 Punkte für Peter vor 80 Punkten mit Christian, 60 Punkte. Schade, Peter, hat leider nur zum dritten Platz gereicht. Aber war in Ordnung. Ja, schade. I don't get it. 59 ist weniger als 80. Und weniger als 60. Ich hab 5, hab ich 59? Ja. Oh, das 95, das habe ich auch. Das, logischerweise das ist mir auch nicht aufgefallen. Also Peter 95, Christian 80, Sepp 60, Brammen 43, das war sehr nice. Vielen, vielen Dank, Jan, dass du das nein, eingereicht hast. Was ist das denn für ein Diss, Alter? Brammen 43, das ist sehr nice. Richtig gemein, ey. Vor allem hast du 50 bei mir. Hä, hab ich 43 gesagt? Wie lost ja, bin ich? Was ist los mit dir? Alter, bin ich lost, okay. Ihr nice. Seht ja die Punktzahlen, das sind die richtigen, die da eingeblendet sind. Wenn der Moderator Quatsch erzählt, dann ist das Müll. Danke, Jan. Er schreibt, dass er ist Fan der ersten Stunde. Der heißt aber auch Jan, oder? Ja, hier steht Jan. Okay. Danke, Jan. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.